So, jetzt sind wir wieder zurück. Ich habe mir kein Kinderriegel gekauft, aber ich habe Salzstangen gefunden. Sind auch lecker. Außerdem ist gut, wenn du Magen weh hast, wisst ihr, dann ist eine Salzstange immer gut. Hat die Oma früher schon gesagt. Und ich habe mir noch was zu trinken geholt. Schönes Radler. Ich weiß, Alkohol und dann fahren. Aber schön mit Bügelverschluss. Da lacht es ja, wenn es ein Bierchen gibt. Mich hat es eh gewundert, dass ich überhaupt hier so ein Bier bekommen habe, hier an dieser Tanke. Aber ist halt. Als Bayer freut man sich, wenn man erschienens Radl trinken kann, gell? Von Hockop schon. Wie auch immer. Wollen wir weiterfahren, weil wir haben ja nämlich noch eine ganz schöne Strecke vor uns. Wir haben noch 1000 Kilometer zu schleifen. Und naja, wollen wir losschüsseln, ne? Rechts ist frei. Was sind die letzten Worte eines Beifahrers? Rechts ist frei. Oh. Tognowitz, ne? Leben gern. Gibt da nichts Geileres, oder? Ganz Tag essen. Und ein schönes Radler. Ja, ich weiß, Bier und Autofahren oder LKW fahren, ja, ich weiß. Aber wisst ihr, ich komme nicht zu oft dazu, dass ich mal was trinke. Und vor allen Dingen ein Radler und vor allen Dingen auch von Hackabschuh. Ja. Das ist nicht ganz selten und hier gab es es und da sag ich nicht nein, kann ich nicht warten bis heute Abend. Hilft nichts. Da müssen wir durch. So, jetzt wollen wir hier erstmal runterschüsseln hier. Bin ich auch noch nicht gefahren hier. Deshalb wollen wir uns mal überraschen lassen. Mir geht es auch schon wieder einigermaßen besser. Was auch gut war, die letzten. Oh nee, die letzte Nacht da, ey. Immer wegkriegst. Dauert. Wieso Bauchweh momentan? Und deshalb die Salzstangen. Das ist einfach lecker. Salzstangen. Und Cola. Wenn du Bauchweh hast oder hier schön Pfefferei, dann Cola, Salzstangen. Da kannst du nichts verkehrt machen. Früher hat die Oma schon immer gesagt. Oh jo, hast du Bauchweh? Ja, hier, komm, Salzstangen, Cola, ist gut für den Magen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich früher Bauchweh gehabt habe. Cola trinken als kleiner Junge. Deshalb hatte ich öfters mal Bauchweh, wenn ihr versteht. Radler geht ja, oder? Was haben wir da drin? Mal gucken hier. Ach, 2,5%.
hier. Kann man schon trinken. Eins geht schon. Ja, ich weiß, sehr unverantwortlich von mir. Sehr unverantwortlich. Alkohol am Steuer. Aber ich konnte nicht widerstehen. Das ist ging nicht anders. Volles Zeug hinten drauf. Ladungshero, Fragezeichen. Gut drüber spannen oder was? Das finde ich mal gefährlich hier. Die Sprinter, die fahren wie bekloppt. Ob das hier DPD ist und Hermes oder der Hell, den du oft siehst. Wenn du siehst, wie die oft rumheizen, auf der Autobahn 103, was die würden ja gehen teilweise 160 oder was auch immer. Die heizen rum, hä? Da fliegen die Pakete bloß so rum. Also das ist für mich unverantwortlich, so zum Sprinter und so. Naja. So ist es halt nun mal. Jönköpik. Kannst du nicht mal aussprechen. Hier gibt Städte, die kannst du nicht mal aussprechen. Da kriegst du echt einen Knoten in der Zunge. Wie bei den Polen drüben. So, was ist jetzt los jetzt hier? Muss ich jetzt hier bremsen wegen mich oder was? Ah, ich fahrt ab, ne? Das ist doch schön. Guck mal, der ist wieder schneller wie ich. So eine Scheiße hier. So eine Scheiße mit der Scheiße. Guck dir das an, ne? Oder doch nicht? Jetzt geht's wieder ein Stück berg hoch. Ne? Ist noch schneller. Laden. Das Zeug ist doch scheiße schwer, vor allem wenn es nass ist. Man muss immer gucken, dass du kein Übergewicht hast hier. Wenn das mal nass ist, nasses Holz laden, bin ich immer gefahren. Nie wieder. Auf dem Planenzug. Fangfrage an euch. Wie lange darf man wohl vergangen gehen? Zwischenzeit gewesen. Wer weiß es? Na, bin ich mal gespannt, ob jemand weiß. Bin mal gespannt, wer es weiß. Könnt ihr kommentieren. Weiter geht's.
abbiegen. Hier links ein schöner See, Boote, hier rechts hier noch Ness. Ja, das könnte noch Ness sein, ne? Sind wir hier schon? Hier noch Ness, hier rechts Kaff. Was ist hier? Schönes Darstellen. Kunst. Ja, ist auch gut. Was ist ein schönes Boot, wie ich auch haben wollen. Hier ist ein schönes Boot hier, dann schön. Schön schippern gehen. Das wäre mal was. Ich habe mal auf Sardinien mal ein Boot ausgeliehen. Brauchst du keinen Führerschein? Jetzt kriegst du eine kurze Einweisung, kannst du ein Motorboot ausleihen. Das war lustig, macht Spaß. Das ist cool. Kann ich auch nur empfehlen. In Italien brauchst du sowas nicht, Führerschein. Meine Pause ist bald wieder voll. Uhrzeit. Schlafen gehen. Ach, guck, hier kommt sogar. Gerade ruft schon wieder. Ja, dann machen wir jetzt hier unsere Uhrzeit. Dann haben wir sie voll. Falsch reingefahren hier, ne? Ach, du Kacke, nee, da vorne. Ich dachte, ich bin falsch reingefahren jetzt hier. Hat kurz technisch. Ich sag, du kommst von hier. So, dann machen wir hier mal unsere Uhrzeit. So. Na dann. Ich sag, gute Nacht, ne? Bis später.